Schwitzen bist hier alles. Warte mal, welches Schwein hat denn hier wieder sauber gemacht? Für einen Dreck haben sie die Ecke gefegt. Und ein Tuch auf den Tisch geschummelt. Ich will nicht zeigen, wie es bei richtigen Chaoten auszusehen hat, ihr verdammte Aasbande. Ist denn irgendwas nicht in Ordnung? Wie, dann alles ist in Ordnung. Das ist ja die Sauerei. Und wie du wieder rumläufst. Hast du wieder heimlich gewaschen und gekämpft, du Ferkel, was? Aber wir werden zeigen, was hier sollst du auszusehen. So, ja? Sein. Ja, das muss sein, weil ich nämlich die Zeichen der Zeit erkannt habe. Und die sagen mir, überall auf der Welt regiert der Chaos. Heißt es nicht das Chaos? Aber was ein richtiger Chaos ist, dem ist seine Orthopädie scheißegal. Ja, ja, Sieglinde, hier, in den Häusern, Chaoten, im Verkehr, Chaoten, auf dem Balkan, Chaoten, selbst im Bundestag, ja? Meinst du etwa die Grünen? Sind doch auch nur verkappte Chaoten. Und warum überwindest du gerade die CDU ihren Ekel und macht sie an die ran? Weil sie mir erkannt hat, die Zukunft gehört den Chaoten, ja? Mensch, erinnerst du dich noch an diese herrlichen Chaos-Tage in Hannover mit der Polizei als Hauptveranstalter? Das mag ja alles ganz lustig gewesen sein, Hartmut. Aber müssen wir denn immer bei sowas mitmachen? Ja, das müssen wir, ja. Weil ich beim nächsten Umsturz endlich mal nicht der Dumme sein will, ja? Da kann ich nicht beweisen, dass meine Familie schon immer eine chaotische Keimzelle war, ja? Da hast du eigentlich recht, Hartmut. Naja, also. Also ganz schön keimig ist es hier schon. Ich hab Hunger. Ja, dann kratz dir was aus dem Mülleimer, hier. Schon wieder Abfallmus. Kann ich mir eine trockene Schrippe dazu holen? Ah, wehe, du bezahlst, ja? Und klaus gleich ein paar Büchsen Bier dazu. Meine Güte, schon 23:30, wir sind immer noch nicht besoffen, wisst ihr? Hallo. Was willst du denn jetzt schon hier? Wenn du dich wieder heimlich zur Schule schleichst, dann gibt es Prügel, ja? Wie sollten da hin? Ich finde ja nicht mal einen Schlüpper. Dabei weiß ich genau, dass wir gestern noch einen hatten. Den hat Papa eine Fahnenstange genommen und aufs Fenster gehängt. Ja, damit die alle sehen, was hier für chaotische Chaoten hausen, ne? Was soll denn der Schwachsinn? Wenn du was für deine Zukunft tun willst, dann häng eine Nazi-Fahne raus. Nazis, da ich nicht lache, hör mal. Die tragen Nasenringe, ja, hören Ami-Musik und verkloppen ihre eigenen Volksgenossen, ne? Weil sie nämlich, weil diese Nazis auch nur geschickt getarnte Chaoten sind, wisst ihr? Ich hab Durst, wo ist denn unsere Tasse? Mit dem restlichen Geschirr auf die Straße geflogen, ne? Ich muss auch schon aus dem Milchchen besaufen. Ja. Milchchen besaufen, ja. Auf, du beschmierst dieses Treppenhaus, ja, und grölst dabei unflätige Lieder. Und danach gehen wir alle gemeinsam noch ein kleines Stündchen randalieren, ne? Mensch, jeden Tag randalieren, das hält ja kein Schwein aus. Außerdem muss ich mal. Oder soll ich das etwa auch im Treppenhaus erledigen? Gute Idee, Mädchen. Hartmut, lass das Mädel jetzt das Klo, die macht sich sonst ohne Hosen. Na, wie denn wohl sogar keine Angst? Und ich geh doch aufs Klo. Ja gut, aber dann setz dich wenigstens verkehrt rum drauf, ja? Was soll denn der Blödsinn? Also hört mal zu, ja? Wenn ich sage, wir machen hier einen Chaos, dann machen wir den gründlich, ja? Und wenn ich eine Randalierung anordne, dann wird hier randaliert. Und wenn ich dir sage, du setzt dich da verkehrt rum drauf, dann setzt du dich da verkehrt rum drauf. Mensch, das sieht doch überhaupt keiner. Trotzdem, denn was wir hier veranstalten, ist ein deutscher Chaos. Und da herrscht Zucht und Ordnung.